Ich grüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Heute stelle ich dir die Frage, bist du so eine klassische Einzelkämpferin oder bist du eher jemand, die Verbindung schafft, die netzwerkt? Also beides ist gut, ja? Das sage ich jetzt gleich mal vorweg. Ich möchte dich, wenn du eine Einzelkämpferin bist, einfach daran erinnern, dass das mal großartig ist. Ja? Also sich als Frau etwas zu erkämpfen, den Weg zu ebnen, sei es für die Familie, sei es für dich, sei es für dein Business. Das ist eine Eigenschaft, die ich bei Frauen sehr, sehr oft in meiner Arbeit auch vorfinde und wo ich mir oft denke, wow, was Frauen alles zutage bringen. Also das ist wirklich ganz, ganz großartig an der Stelle. Und wenn du so eine Einzelkämpferin bist, dann ist es aber auch an der Stelle ganz gut, dass du dir mal überlegst, ob du das immer und in jeder Lage sein möchtest. Denn so wie wir dieses Einzelkämpfertum und diese Kraft und diese Power auch brauchen, so brauchen wir aber auch das Pendant, nämlich das Netzwerken, das Verbinden. Und wenn du eine Frau bist, und ich nehme an, dass du das eine bist, wenn du dir dieses Video anschaust, dann weißt du, dass das sich verbinden, das Netzwerken, seine Verbindungen, seine Fäden, seine Tentakeln ausfahren, ist ja eigentlich was Urweibliches. Ne? Also das können die Frauen ja eigentlich total gut, dass sie sich verbinden, vernetzen, zusammentun. Wenn du also jetzt eine Frau bist, die vielleicht in dem Alleinsein sehr hängen geblieben ist, die vielleicht genau das sucht, dass sie wieder andere Frauen spürt, dass sie Unterstützung kriegt, dass sie dieses Gemeinsame spürt, ja? Dann kann ich dir wirklich ans Herz legen, die Frauenkraft als Frau Mitglied zu sein, in der Frauenkraft. Was heißt das? In der Frauenkraft, das Frauenkraft ist eine Bewegung, die nach den fünf Spirits geht, aber natürlich ganz viel mehr. Du weißt, die fünf Spirits, das sind die drei volle Atemzüge einer anderen Frau, ein Kompliment machen, sich bewegen, lachen und Dankbarkeit üben. Aber hinter Frauenkraft steckt natürlich noch ganz viel mehr. Ja? Du kannst bei uns zum Beispiel, wenn du dazukommst und dir gerade vielleicht ein neues Berufsfeld bedienst, ja, oder wenn du gerade in einer großen Umwälzungsphase bist, was deinen Beruf betrifft, dann kann dich die Frauenkraft dabei unterstützen, deine Berufung wachsen zu lassen, deiner Berufung ein Haus bauen zu lassen, mit Fundament und sogar unterkellert. Also, das heißt, wenn du jetzt eine Frau bist, die immer alleine ihr Ding gemacht hat und merkt, das ist ganz schön anstrengend, alles selbst zu machen, ja, vom Reinigen vielleicht bis zur Geschäftsführung, dann lade ich dich ein, innezuhalten und einfach zu schauen, ist es das wirklich wert, dass ich alles von der Pike auf alleine mache? Oder ist es vielleicht schon an der Zeit, dass ich mir jetzt Unterstützung hole im Rahmen einer Mitgliedschaft, wo ich sage, okay, da gibt es schon eine Reichweite, da gibt es schon erprobte Tools, was das Marketing, was die Kostenrechnung anbelangt. Und da gibt es natürlich ganz viel Gefühl und ganz viel Verbindung und ganz viel mentale Unterstützung. Also wer in der Frauenkraft, Teil der Frauenkraft sein möchte, Mitglied sein möchte, ist sozusagen wirklich getragen und gehalten auch, ja. Also wir haben dieses typisch frauliche, weibliche, ja, das dich begleitet, das dich nicht hängen lässt, sondern das dir die richtigen Tipps an der richtigen Stelle gibt, aber nicht übergriffig wird. Und wir haben aber auch die typischen Instrumente des Marketings, der Kostenrechnung und all, was man halt so braucht im Alltag, um wirklich gutes Netzwerken zu betreiben. Das alles und viel mehr kriegst du natürlich. Du kriegst vor allem Reichweite. Ja? Also wenn du hier jemand bist, die so das Einzelkämpfertum zwar gut gemacht hat und da sehr, sehr gut ist, dann lade ich dich aber ein, hier vielleicht zu schauen, wie kann es noch leichter gehen und wie kann es vielleicht überhaupt mal leichter gehen. Denn Einzelkämpfertum zu betreiben über viele, viele Jahre oder vielleicht über viele Monate, kann ganz schön anstrengend sein. Das kann ganz schön an die Substanz gehen. Das heißt, ich möchte dich heute motivieren, dein Einzelkämpfertum einfach für dich mal zu betrachten. Ich möchte dich motivieren, dich zu betrachten,
muss ich wirklich alles selber machen? Ja? Und wenn du jetzt das nicht mehr im Business umsetzt, sondern vielleicht schon in der Pension bist und vielleicht auf dem Sinnsuche des Lebens bist, dann gilt es natürlich genauso. Auch hier, du kannst jetzt dich alleine auf die Sinnsuche begeben, das halte ich auch für sehr sinnvoll. Aber es gibt dann auch den berühmten Punkt, wo es wichtig ist, sich auch über die anderen auszutauschen, über die Gleichgesinnten. Ja? Egal, ob du jetzt spiritueller wirst oder ob du etwas anderes machst, wo du einfach dich erweiterst, deinen Sinn wirklich findest. Und auch das geht übers Netzwerken sehr, sehr gut. Was meine ich damit? Du kannst zum Beispiel bei Christine in die Kartenlegerei eintauchen. Du kannst zum Beispiel bei mir in schamanische Medizin eintauchen. Du kannst in Tanzen eintauchen. Du kannst in ganz vieles eintauchen. Also du kannst, wenn du jetzt in der Berufsphase bist, wo du sagst, okay, es geht mir jetzt schon mehr um diesen Sinn des Lebens, ja, dann kannst du auch hier über die Verbindung mit anderen ganz viel in deinem Leben erreichen und ganz viel auch zum Positiven wenden. Und egal, ob du jetzt in der beruflichen Sparte oder in der privaten Sparte dich erweiterst, dich verbindest, Verbindung heißt immer Erleichterung. Denn wenn ich mich verbinde mit Menschen, die mir gut tun, dann wirst du die Erleichterung schon in den ersten Stunden spüren. Denn Menschen, die dir gut tun, die werden dich niemals verurteilen oder runtermachen, sondern Menschen, die dir gut tun, die werden dich in deinem Frausein heben. Und das ist, glaube ich, die Qualität auch der Frauenkraft, so wie ich Frauenkraft und diese Bewegung verstehe. Und das ist auch die Message, die wir in unseren Spezialprogrammen natürlich auch durchtragen. Frausein ist was Tolles und darf wirklich gewürdigt werden und darf noch mehr werden. Ja, Frauen, zeigt euch, Frauen, vernetzt euch, das ist meine Botschaft für heute. Geh in Verbindung. Wenn du Fragen hast zur Mitgliedschaft oder zu den anderen Dingen, schick mir gerne unter dieses Video ein Wort mit Frage und ich melde mich dann bei dir innerhalb der nächsten Tage. Dann kann ich sozusagen den Kontakt und diese Verbindung herstellen. Ich freue mich, wenn du Interesse bekundest oder wenn du hierzu einfach mehr wissen willst. Alles Liebe und bis auf bald.